Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und jetzt sind wir endlich dort, wo eigentlich C-Sharp, die Stärke von C-Sharp liegt, nämlich beim objektorientierten Programmieren. Das ist ein objektorientierter Objekt, was ist das überhaupt? Das wollen wir heute herausfinden in diesem Video. Und zwar sprechen wir über das sogenannte Objekt. Was ist so ein Objekt? Nun, normalerweise hat man Daten. Okay? Man hat Daten, die im Programm manipuliert man irgendwie. Man hat irgendwelche Werte, irgendwelche Daten und man addiert, subtrahiert, sucht irgendwas in den Daten, sortiert die Daten oder was auch immer, manipuliert diese Daten. Und normal entsteht in unserem Kopf, habe ich ja irgendeine Vorstellung davon, wie die Daten zusammengehören und wie ich die zu manipulieren habe. Okay? Also irgendwie gehören die zusammen. Ja? Diese Daten und die Methoden, mit denen ich diese Daten, genau diese Daten manipuliere. Das ist nämlich genau das, was das Objekt kapselt. Gell? Ein Objekt beinhaltet Daten. Ja? Und die zugehörigen Methoden, um diese Daten zu manipulieren. Ja? Also ein Objekt hat Daten, Variablen ja, praktisch, und Methoden, um genau diese Daten zu manipulieren. Okay. Also ich sage praktisch, weiß nicht, ich habe ein Objekt Fahrrad, ja, das hat als Daten, weiß ich nicht, Sitzhöhe, Geschwindigkeit, Position, ja. Und als Methoden wären zum Beispiel Methode, erhöhe Geschwindigkeit, ja, errechne neue Position, so irgendwas. Ja. Also ich habe ein Objekt, das kapselt praktisch diese zugehörige Daten und Methoden zusammen. Ja. Also hier habe ich dir ein Objekt. Mal unten angerissen, weil es kann ja zu weit. Da habe ich dann Methoden. Und Daten. Ja, und das ist praktisch gemeinsam definiert. Wenn man so etwas definiert, ja, man sagt, okay, pass auf, wir stellen uns jetzt ein Objekt vor, wie ich so, genau zuerst wie das Objekt mit dem Namen, geben wir einen Namen, ja, Namen haben wir noch. Name, ist halt Englisch. Aber gebe einen Namen, Fahrrad zum Beispiel, Methoden, erhöhe Geschwindigkeit, reduziere, beschleunige, Bremse, links, rechts, Daten, Richtung und so weiter. Ja. Stelle ich mir einfach vor, ja, und sage, so ein Objekt stelle ich mir vor. Ja. Dann ist das einmal nur in unserer Vorstellung. Ja. Kann es so definieren mit dem Ganzen, schreibe ich nieder. Und diese Definition, wie ich mir vorstelle, wie ein Objekt ausschaut, wisst ihr, wie das heißt? Das heißt Klasse. Das ist die Objektklasse. Ja? Die Klasse ist praktisch nur die Beschreibung des Objekts. Okay? Beschreibung. Das
des Objekts. Lassen Sie die Beschreibung des Objekts. Da definiere ich, ja, wie ich denn das Objekt mir vorstelle. Ja. In C, in C-Sharp, wird das Ganze mit Class gemacht. Gell. Dann schauen wir Class. Haben wir schon mal gesehen, das, gell? Class. Und da schreibe ich dann Name. So schaut das in C-Sharp aus. Und dann können natürlich geschwungene Klammer auf. Ja. Und da drin definieren wir Methoden. Methoden und Daten. So schaut das aus. Ja. Das ist die Klassendefinition in C-Sharp. Klassendefinition ist C-Sharp. So schaut das prinzipiell aus einmal. Ja? Also ich gebe der Klasse einen Namen und da drin definiere ich irgendwelche Methoden. Wie man Methoden definiert, haben wir schon mal gehört. Ja? Und kann auch Variablen anlegen. Das gehört dann eben zu, das sind die Daten dieser Klasse. Okay? So, jetzt ist das einfach einmal definiert. Okay? Und irgendwann kann ich dann sagen, erzeug mein Objekt, was dieser Definition entspricht. Okay? Und dieses erzeugte Objekt heißt nachher Instanz. Instanz. Ein wirklich im Speicher erzeugtes, abgelegtes Objekt einer Klasse. Also die Klasse ist praktisch die Definition, wie das Objekt ausschaut. Und dann mache ich einfach, sage, weiß nicht, Name, ja. Jetzt habe ich eine Klasse definiert mit Name. Den mache ich genauso, also normal würde ich schreiben int, ja? Und dann schreibe ich da, suche mir einen Namen aus, Instanz. Ja? Int-Instanz, da wäre praktisch eine Ganzzahl und Name-Instanz. Jetzt ist eine Instanz der Klasse Name. Okay? Also die zwei Sachen, das da, das Name, Klassenname und das müssen gleich sein. Ja. Die haben praktisch jetzt da die Verbindung. Das ist die Verbindung zur Klasse. Okay? Und dann muss man es aber noch wirklich anlegen. Ja. Und dieses Anlegen funktioniert ist gleich. New. Ja, new. Neu. Und da schreiben wir wieder praktisch den Namen. Müssen wir nur Klammer auf, Klammer zumachen. Wahrscheinlich, ne, über das werden wir noch reden. Es kommt auf einen sogenannten Konstruktor drauf an. Aber so ist es, ja. Es gibt eine Klasse, Objektklasse. Ist die Beschreibung. Es gibt eine Objektinstanz, das ist die reale Instanz. Und ich brauche nicht nur eine Instanz machen, sondern ich kann auch mehrere Instanzen machen. Ja? Ich kann dann machen Name, Instanz 2. Und das ist ebenfalls neu. Ja? Also, und so weiter und so fort. Kann viele Instanzen einer gleichen Klasse machen. Also, Beschreibung brauche ich noch einmal. Ich kann ja auch viel Vorraum machen. So logisch, nicht? Ich beschreibe einmal, wie das Fahrrad aussieht. Und dann machen wir
500 davon. Egal. Ja. So viel, ich kann so viel anlegen, wie ich Speicher habe. Ja, das nächste Mal schauen wir uns ja an, wie man das genauer definiert. Ja. Wie wir das, diese Methoden und Daten, wie wir das genauer definieren. In dem Video ist einmal wichtig, dass man versteht, okay, es gibt eine Objektklasse, beschreiben wir es gibt dann zugehörige Instanzen, die dann wirklich im Speicher abgelegt werden. Ja. Und dass eben ein Objekt Methoden und Daten, die zusammengehören, kapselt. Warum machen wir das überhaupt? Weil es für unsere Vorstellung einfacher ist. Es geht hier rein um Vorstellungsgründe, dass wir weniger Programmierfehler machen. Um das geht's. Ja? Nicht um sonst nichts. Ja? Wir wollen so wenig wie möglich Programmierfehler machen. Deswegen hat man Programmiersprachen entwickelt, die eben sehr nahe an dem sind, wie wir uns die Welt so vorstellen. Wir denken die Welt in Objekten. Also programmieren wir sie auch so. Okay? Und es hat nachher mit dieser Kapselung und so weiter, gibt es Vererbungen. Das werden wir sich alles anschauen. Ja? Das hat Potenzial, das zeigt. Deswegen ist es auch so weit verbreitet. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.